bei mir Bruder Matthias, Matthias Schneider, der Schlossherr hier in Schloss Niederweis. Herr Schneider, zum ersten Mal richten Sie Ihren Mittelaltermarkt in Ihrem Schlosshaus. Wie kamen Sie auf die Idee? Ja, muss ich dazu sagen, also vor 2-3 Jahren war ich mal auf einem Mittelaltermarkt. Der hat mir so gut gefallen, da dachte ich, Menschenskinder, das musst du da auch in Niederweis machen, weil hier ist einfach, das passt einfach super gut hier hin. Und so kam dann eines zum anderen. Ich habe mich dann mit den Märktesdorfern mal zusammengesetzt und haben die gesagt, ja, das machen wir, das ist toll bei dir. Und so ging es dann los. Wir haben seit einem Jahr sind wir da an der Planung. Das Wetter war ja sehr hold dieses Jahr. Ja. Sie sind zufrieden mit der Resonanz? Gestern hat man hier im Dorf keinen Parkplatz mehr bekommen. Ja, also es war mehr wie zufrieden. Auch die Händler sind sehr zufrieden. Ja, wenn man sowas hier angeht, dann braucht man natürlich sehr viel Motivation. Und man muss auch mit sehr viel Liebe an die Sache herangehen. Und für mich war eigentlich immer klar, dass das kein Renditeobjekt ist, sondern dass es nachhaltig sein kann, wenn man es richtig macht. Ich weiß ja, dass Sie auch historisch sehr interessiert sind. Können Sie vielleicht was zur Geschichte des Schlosses sagen? Ja, das Schloss hat natürlich eine sehr lange Geschichte. Es ist ein Monument und ein Denkmal der Region, kann man so sagen. Es ist vor 250 Jahren im Stil des Barock erbaut worden. Aber der Vorgängerbau der Burg geht schon bis ins 12. Jahrhundert zurück. Die gesamte Geschichte, die bildet sich irgendwie hier im Schloss und ihren Besitzern ab. Und da habe ich irgendwo angeknüpft. Und ja, das ist, jeden Tag macht es eigentlich Spaß, auch so wieder mit der Geschichte zu tun zu haben. Auch den Leuten, die sich dafür interessieren, das alles zu vermitteln, macht mir sehr viel Spaß, immer noch. Bei mir der Herold des Marktvogts, Rudi Becker, Mitausrichter des Marktes hier auf Schloss Niederweis. 3 Tage herrliches Wetter, tolles Ambiente hier am Schloss. Sind Sie zufrieden mit dem Zuspruch? Ja, wir sind also sehr zufrieden. Es ist das erste Mittelalterspektakel hier auf Schloss Niederweis und man hat ja keinen Anhaltspunkt vorher, woran man sich orientiert. Wir konnten hier halt eben nur auf die schöne, besondere Atmosphäre bauen, die wir hier vorgefunden haben mit der Anlage. Und haben gehofft, dass die Leute das zu schätzen wissen und kommen. Und das haben sie getan und da sind wir sehr froh drüber. Ich hatte mit dem Schlossherrn schon gesprochen und er sagte, dass es eine große Nachfrage auch bei den Händlern und Gauklern gab. Nach welchen Kriterien wählen Sie die aus? Was ist Ihnen da besonders wichtig? Ja, also uns ist besonders wichtig, dass wir im Bereich Vorführungen des Handwerks, was wir hier haben, und auch Händler, die also jetzt Verkaufsstände betreiben, ein breites Spektrum bieten. Das heißt, wir legen großen Wert darauf, dass wir nicht alles dreifach oder vierfach besetzen. Das tut allen nicht gut. Das ist auch für die Besucher interessanter. Darüber hinaus soll auch Mittelalter dargestellt werden. Das heißt, die Massenware sollte in diesem Sinne nicht angeboten werden, sondern hauptsächlich auch eigen hergestellte Ware. Da gucken wir also schon sehr nach. Sie machen das ja schon viele, viele Jahre. Haben Sie, was Märkte angeht, da eine Veränderung, eine Entwicklung festgestellt? Ja, wir stellen also mittlerweile fest, dass es doch mehr zur Mittelaltermasse wird. Es entstehen sehr, sehr viele Mittelaltermärkte. Es werden viele Märkte abgehalten und ich sehe so ein kleines bisschen die Gefahr darin, dass es vielleicht ein bisschen abdriftet. Und wir müssen sehr, sehr darauf achten und ich werde es also nicht mit Sicherheit bei meinen Veranstaltungen tun, dass wir sehr gut auswählen und dass dann irgendwann sich, ich muss so deutlich sagen, die Spreu vom Weizen trennt. Was sind die nächsten Highlights für Sie? Was für Veranstaltungen haben Sie geplant? Das nächste Highlight für uns ist jetzt unser mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Märktesdorf bei Trier. Und dann ist das nächste größere dann wieder unser Marktspektakel am 31. März, 1. April in Trier in der Messehalle. Das, was ich auch schon einige Male dort gemacht habe. Und das wird dann das nächste wieder sein. Wir sind eine Wikingergruppe aus dem Zeitraum vom 7. bis 11. Jahrhundert. Wir haben uns halt dazu entschlossen, einen breit gefächerten Zeitraum, keine spezielle Region darzustellen, um einfach jedem Mitglied der Gruppe individuell seine Chance zu geben, sich zu entfalten. Wir haben Germanen mit in der Gruppe dabei, die im 7. Jahrhundert sich angesiedelt haben.
Wir haben welche aus der Birka-Region um 10. Jahrhundert rum. Einfach auch um den interessierten Zuschauern, Touris, wie man auch nennen mag, breites Spektrum anzubieten. Ich habe selten einen Markt gesehen, der beim ersten Mal direkt die Resonanz aus der Umgebung erfährt. Klar, Wetter spielt eine große Rolle, aber uns persönlich gefällt der Markt richtig schön. Familiäre Atmosphäre, schöne Stände, hat man noch selten. Wir gehen öfter auf Mittelaltermärkte und ja, da es dann nicht so weit war von Trier, haben wir gedacht, das schauen wir uns an. Wenn Sie häufiger auf Mittelaltermärkte gehen, wie gefällt Ihnen das hier in Sachen Auswahl der Stände, Handwerk und so weiter? Also das, was, ja schon, also das, was wir bis jetzt gesehen haben, ist auf jeden Fall schön, ja. Als ich wohl in die Scheuren kam, da huf ich an zu nisten. Da stoppen mich die Hagedorne und auch die rauen Disteln. Als ich des Morgens früh aufstund, der Reif lag auf dem Dache. Da musste ich armer Schwarten, als trotz meines Unglücks lachen. Ich bin ein armer Schwarten, als ich...